Was haben wir denn hier? Das ist aber keine, oder? Doch, das ist die Story. Wir hatten uns schon zuvor getroffen. Nee. Ich konnte immer fühlen, wenn er sich näherte und wusste genau, wann es geschehen würde. Unsere gesamte Mannschaft wartete auf dem Oberdeck. Wir konnten ihn noch nicht sehen, aber sein Gefolge war klar zu vernehmen. Und dann, als wir schon so lange gewartet hatten, dass wir nicht mehr mit ihm rechneten, war er plötzlich da und erschien majestätisch aus dem Nebel. Auf brodelnden Wellen driftete er an uns vorüber und stieß Stücke seines smaragdenen Mantels ab. Selbst wenn er in respektvoller Entfernung vorbeizog, schien der gesamte Raum zwischen uns wie gefroren zu sein. Und jeder von uns gierte danach, die Luft dieses uralten Eisbergs einzuatmen. Während dieser Augenblicke umhüllte absolute Stille unser Schiff. Unbeweglich sah die Mannschaft dem Titan hinterher, bis er verschwunden war. Danach war der Zauber gebrochen und alle gingen wieder ihrer Arbeit nach. Laut und fröhlich wie immer. Und ich stand immer noch auf der Brücke und war dankbar, dass er uns hatte passieren lassen. Ja, es ist schon interessant, so eine Schifffahrt. Gerade am Nordpol ist das ja eine ganz gefährliche Sache teilweise. Da ist man schon mal froh, wenn der was zur Angst. Kommen wir da weiter oder finden wir da irgendwas? Sieht nicht danach aus, ne. Okay. Ich finde es schön, dass wir gleich zu Anfang einen Karabiner und nicht irgendeine doofe Pistole oder sowas. Na gut, okay. Ich sag nicht mehr doofen Pistole in einem Wort, das ist nämlich, ne. Aber immerhin bekommen wir gleich eine relativ gute Waffe, also denke ich. Der macht doch jetzt irgendwas. Irgendwas passiert jetzt. Wow. Was war das denn? Oh, Scheiße! Oh, du blödes Mistvieh, ich hasse dich. Ja, ich weiß, dass du da stehst. Schon klar. Geh drauf. Oh, Scheiße. Ne, das ist die Hand. Ich dachte, da liegt Munition. Oh, aber von wo? Und vor allen Dingen, warum? Ja, um mir einen Riesenschrecken einzujagen, schon klar. So. Laden und gesichert. Nachladen wäre vielleicht nicht schlecht. Ach, das ist ja... Nein! Echt jetzt? Er tut die einzelnen... Och, das ist so schön gemacht. Er tut die einzelnen Munitionsstücke aus der Tasche ein. Wenn er ein volles Magazin hat, tut er gleich das volle Magazin durchstecken. Und wenn er... nur noch, wenn das Magazin verbraucht wurde, dann tut er aus der Tasche so die einzelnen Kugeln rausnehmen und reinstecken. Das ist ja richtig episch. Ah, oh, das finde ich toll. Tut mir leid. Das ist faszinierend. Faszinierend. Er hat doch gerade was gehört. Knopf, schnell. Das ist jetzt nicht der... Ich wollte mich doch verarschen. Da läuft wieder das ganze Wasser runter, das sieht ja auch toll aus, also... Oh, oh Gott! Ah! Schrecke ich mich ständig von mir selbst. Nicht schön. Oh Gott, du blöde Sau! Oh, Scheiße! Oh Gott, das ist doch... Habe ich nicht schon mal im Metro erwähnt, dass ich nach, also bei 4 damals aufgehört hatte, nachdem ich den Baseballschläger ins Gesicht bekommen hatte, aber im ersten Level auf dem Dach? Ja, ich fühle mich daran erinnert.
Oh, ich brauche eine Sekunde. Ist das gemein. Hockt der da hinten und schlägt mir da voll eine über die Rübe. Ah, blödes Arschloch. Das muss ich jetzt aber nicht nochmal alles. Ach, komm schon. Alle Speicherpunkte seid lächerlich. Ja, komm, geh weg. Dum di dum di dum. Ja, ich weiß, dass du da jetzt kommst. Wow, das sieht schon cool aus, aber. Ja, komm her. Wenn man es weiß, ist es gar nicht mehr so groß. Oh Gott! Der macht uns platt. Oder auch nicht. Edge. So, da kommt nicht noch einer. Oh, aber das war ja. Oh Mann! Damit hätte ich rechnen sollen. Dieses Spiel ist einfach absolut gemein. Das ist schon richtig fies. Ah, auf der einen Seite relativ gute Ansätze, was jetzt so Storytelling bedeutet. Auch die Story ist total verworren und eigentlich ja doch interessant. Aber auf der anderen Seite sind es auch so richtig miese Sachen drin. Also. Wie so kleine Kinder, die Spaß dran haben, einen zu verarschen. Ich weiß, dass du da hinten hockst, du Blödmann. Diesmal gehe ich hier lang. Das ist jetzt nicht der Ernst. Wenn ich hier lang gehe, dann sitzt er da wieder. Ja. Boah! Geh weg! Seist du, bist du. Nein, geh weg. Leben. Okay. Es war einfach nur der Fehler, dass ich zu schnell reingelaufen bin. Jetzt schauen wir nochmal schön zu, wie er die Munition. Ich finde das so toll. Er tut ja die einzelne Munition da reinstecken, anstatt gleich das ganze Magazin zu wechseln. Das ist toll. Ich weiß, das mag jetzt ein bisschen seltsam von mir kommen, dass ich mich da so freue darüber, dass er die Munition da einzeln wechselt, aber irgendwie, das ist einfach authentisch, das ist einfach schön gemacht. Das ist so Metro-Stil, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so dieses, bisschen Fantasy-artig, aber dann auch so eine Genauigkeit drin, wie zum Beispiel die einzelnen Kugeln da reinzustecken oder bei Metro die ganzen, den Rückstoß von der Waffe. Da geht es ja wirklich nicht darum, jetzt viel zu schießen, sondern es geht nur darum, versuchst du mit diesen blöden Waffen, diesen handgefertigten irgendwas zu treffen. Ja. Das ist einer der Gründe, warum ich den zweiten Teil nicht mehr spielen werde, weil mit Multiplayer-Modus finde ich das ziemlich lächerlich. Möchte ich hier nochmal erwähnt haben. Aber jedem da seine Meinung. Okay. Ich mag die Lampe übrigens neuerdings. Das ist irgendwie, die ist schön. Das ist schon wieder einer dieser sehr, sehr wunderbaren Gänge. Na, und dann auch noch eine Tür. Ich hasse Türen. Es ist immerhin bisher noch nichts Potthässliches gewesen. Es ist alles nur. Jetzt ist er gleich da. Wetten? Ich will hier hinter. Lass mich raten, das geht jetzt so lange, bis ich direkt davor stehe. Ich guck weg, ich guck weg, ich guck weg, ich will nicht. Ich gehe an ihm vorbei. Oh, das passiert einfach gar nichts. Ich hasse dieses Spiel. Es ist doch ein Witz. Jetzt kommt's gleich und erschreckt mich wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was war? Fickt euch. Geh weg. Lad nach.
Nein! Scheiße! Falsche Waffe! Scheiße! Das ist so gemein! Dieses Spiel! Das Visier zieht ein bisschen. No. Das darf jetzt nicht der Ernst sein. Und. Oh Gott. Armin. Ein Treffer und wir wären weg gewesen, höchstwahrscheinlich. Oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Hab ich schon mal gesagt, ich hab keine Angst. Ich fühle mich gerade so daran erinnert. Es sind überall solche miesen Ritzen. Oh Gott, oh Gott, ich will leben. Also, ich will nicht nur Leben haben, ich will auch einfach nur leben bleiben. Ich will nicht hier im Herzinfarkt jetzt verrecken. Immer wenn man es erwartet, passiert überhaupt rein gar nichts. Wie ich das absolut hasse. Story. Ich mag Story. Story tut mir nicht weh. Am 24. März 1968 um 2.16 Uhr rammte der atomgetriebene Eisbrecher Northwind einen Eisberg. Das Schiff wurde am Bug und an Steuerbord stark beschädigt, was zur teilweisen Überflutung des dritten Decks und zur Beschädigung des Krans auf dem rechten Achterdeck führte. Niemand wurde verletzt. Das Schiff schwimmt noch. Die Reparaturen sind angelaufen und könnten bis zu einer Woche lang dauern. Was war geschehen? Wir begegneten dem Eisberg 3 Stunden früher, als ich erwartet hatte. Wie konnte das geschehen? Wie konnte ich so einen Fehler machen? War es einer jener Momente im Leben, wenn die Natur dir eine Lektion erteilt und man erkennt, dass selbst der erfahrenste Routengänger scheitern kann? Jetzt ergibt das mit der Wünschelrute auch Sinn. Der Captain hat sich auf einen Weg eingelassen, den er meint zu kennen und zu bewältigen. Und der Weg hat, die Natur sagt sich sozusagen, fick dich. Das ist jetzt... Ist mir gerade die Lampe ausgegangen? Ernsthaft jetzt? Ich meine, ernsthaft? Oh, scheiße. Oh, wir haben wieder 2. Jetzt hier noch, da vorne liegt noch was. Das kriegen wir bestimmt nicht. Da passiert irgendwas davor. Da passiert irgendwas, passiert da jetzt. Bevor wir das kriegen. So kurz bevor wir es kriegen, musste jetzt noch irgendwas passieren. Sehr schön. Ich bleib jetzt unten. Ja, ich bleib oben. Ich will nicht, aber ich muss. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was machst du? Leben. Okay, es verwandelt sich gerade von einem Spiel mit kleinen Horrorsegmenten in eine regelrechte Geisterfahrt. Und das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich wollte ein Spiel spielen, das wie Metro ein bisschen gruselig ist und eine interessante Story erzählt und nicht den totalen Wahnsinn widerspiegelt. Verdammte.